präsentiert das Wetter. Im Frühling bunte Blumen pflücken, im Sommer in der warmen Sonne am Strand liegen, Burgen bauen, im Wasser planschen, im Herbst durch die bunten Blätter toben, im Winter rodeln und einen Schneemann bauen. Auch eine Schneeballschlacht darf nicht fehlen. Es regnet, es hagelt, es stürmt, es schneit. Nebel zieht über die Felder, es donnert und blitzt, ein Gewitter. Oder die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Das ist das Wetter. Aber was genau ist das Wetter eigentlich? Das Lexikon sagt dazu, Wetter ist ein kurzfristiger Zustand der Atmosphäre an der Erdoberfläche an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Atmosphäre? Das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt. Ohne sie können wir nicht überleben. Wenn wir aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, sehen wir die Atmosphäre als einen blauen Streifen um unseren Planeten herum. Die Hülle hat viele wichtige Funktionen für uns. Sie schützt die Erde zum Beispiel vor Überwärmung oder Abkühlung. Sie schützt die Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, vor gefährlicher Strahlung aus dem Weltraum. Sie speichert für uns den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Und sie beeinflusst das Wettergeschehen auf unserem Planeten. Die Atmosphäre macht Wetter also erst möglich. Sie beeinflusst die Erde, die Sonnenstrahlen, die Luft und das Wasser. Sonne, Erde, Luft und Wasser machen also gemeinsam innerhalb der Atmosphäre das Wetter. Weil die Sonne die Erde, die Luft und das Wasser unterschiedlich stark erwärmt, ändert sich das Wetter immer wieder. So entstehen Wind, Wolken, Regen, Wärme, Kälte, Schnee, Hagel und Gewitter. Das ist unser Wetter.